Schönen guten Abend. Ich freue mich, euch alle zu begrüßen. Könnt ihr mich hören? Ja, alles klar? Ja, ich heiße Miriam Spiegel und ich freue mich, euch begrüßen zu dürfen und durch die nächste Stunde zu begleiten. Das heutige Treffen ist die dritte Veranstaltung von der Serie Frieden durch Erziehung oder Peace Through Education und wurde organisiert von der Frauenföderation für Weltfrieden. Das Thema heute ist, wie kann man Kinder motivieren, mitzumachen und zu lernen? Die vorigen Themen waren, wie können wir Kinder helfen, das Gefühl des Selbstwerts zu stärken? Und wie können wir Kinder helfen, Konflikte mit anderen Kindern zu lösen? Das waren wirklich voll spannende Themen. Und die vier Rednerinnen haben uns aus ihrer Expertise sehr viele neue Tipps und Erkenntnisse und Anregungen gegeben. Und dazu möchte ich die Initiatorin, Frau Susuko Hirschmann, jetzt bitten, uns einen kurzen Rückblick zu geben über die letzten zwei Veranstaltungen. So, guten Abend. Hört ihr mich schon, ne? Ja, liebe Gäste, liebe Freundinnen und Freunde, und ich heiße Susuko Hirschmann und Initiatorin von Projekt Peace Through Education. Und ich freue mich, Sie wieder begrüßen zu dürfen. Bei der fernöstliche Medizin betont man viel mehr Vorbeugung als Behandlung. Und Heilung der Krankheit. Und früher erzogen die Ärzte in China die Menschen, wie man gesund bleiben kann. Und die Hausärzte, die am wenigsten Patienten bekamen im Dorf, wurde von Regierung belohnt. So gleichmaßen spielt Charakterbildung als Vorbeugung eine wichtige Rolle, um Kinder von Drogenabhängigkeit, Depressionen, Burnout, Kriminalität und so weiter zu schützen. Kinder mit einem guten Charakter können Probleme besser bewältigen und mit den Kollegen besser umgehen. Wir haben bei den letzten Veranstaltungen, wie kann man Kindern helfen, Konflikte mit den anderen Kindern zu lösen, von den Rednerinnen viel, viel gelernt. Und zum Beispiel eigene Emotionen lernen, eigene Emotionen auszudrücken lernen, die Situation mit objektiver Sicht schauen lernen und negative Emotionen beseitigen lernen und so weiter. So, ich bin heute sehr, sehr wieder neugierig und also gespannt, was die beide Rednerinnen uns erzählen werden. Und jetzt, ich möchte gerne das Wort nun wieder zurück zu Miriam. Dankeschön. Ja, danke schön, Susuko Hirschmann. Hat mich sehr gefreut, dass du das in Angriff genommen hast mit diesem Thema. Das ist wirklich voll spannend. Weil ich weiß, miteinander teilen bringt so viele neue Aspekte zum Vorschein, weil aus dem Erfahrungsschatz von unseren Lehrerinnen und Lehrern und Erziehungsbeauftragten und Erziehern, die wir Miriam, hören wir nicht. Okay. Habt ihr gar nichts gehört? Jetzt. Aha, okay, das hat sich selber umgestellt. Ja, eben durch die interkulturellen Gesichtspunkte ist das auch besonders anregend zu hören, was unsere beiden Rednerinnen heute zu berichten haben. Und ich freue mich besonders, heute unsere erste Rednerin Angie Moshammer vorzustellen.
Und einen kurzen Einblick habt ihr ja schon bei der Einladung gesehen. Sie ist ja schon als Jugendliche aus den Philippinen nach Amerika gekommen, mit Familie. Und hat dort gearbeitet und ist dann später mit ihrem Mann nach Österreich zu ihrem Mann gekommen, hat ihren Beruf neu sozusagen entdeckt als Lehrerin und hat gesehen, dass sie mit Kindern und mit Jugendlichen so viel Freude erleben kann, mit so viel Herzblut, mit so viel Einsatz sie sich da engagiert. Das ist unglaublich. Seit 2008 arbeitet sie als englischsprachige Assistentin in einem zweisprachigen Kindergarten, englische Spielschule in Linz. Und sie unterrichtet auch Englisch für Erwachsene an der Volkshochschule in Oberösterreich. Sie gibt auch privaten Nachhilfeunterricht und für Schüler in Englisch und hat viele Projekte auch begleitet. Und sie ist selbst auch Ehefrau und Mutter von 3 Kindern. Das ergibt auch schon eine Expertise an und für sich. Und ich möchte sie jetzt zu uns einladen und sie wird zu uns auf Englisch sprechen. Und bitte, wenn ihr Fragen jetzt schon auftauchen, notiert sie im Chat oder für euch auf Papier. Die werden wir dann nach den Rednerinnen alles besprechen. Also bitte, Angie Moshammer, freut mich sehr, bin voll gespannt. Danke. Dankeschön. Dankeschön. So, good evening, everyone. First of all, I want to thank Susuko Hirschman for inviting me to take part in this program. One thing I'm really passionate about is education and learning, especially since I work with children and adults as well. So I've been working at the English Play School for 15 years now. And from my experience, I discovered that the key to learning is actually motivation. First of all, what is motivation? It's like that feeling or that force that drives you to do something. So we first look at what are the 2 main types of motivations. There's the internal motivation, which comes from within. That means you do it because it's fun, it's enjoyable, and it aligns with your interest or your passion. And there's the other one is the what they call extrinsic or external motivation, which refers to your the external factors that drive you to do something. So you do something in order to gain an external reward or because of maybe a fear of negative consequences, like such as scolding or punishment. So first of all, I ask myself, what actually motivates me to work with kids? The answer is, I love working with kids. I enjoy spending time with them, and I want to find ways to help them reach their potential. So the next question comes, well, how can I motivate them? How can we motivate children? Let's first take a look at how kids are. By nature, kids are curious. They want to explore and find out things. So when I want to teach them certain things, I target on their curiosity. For example, at the beginning of the activity, I don't show them the objects right away, but instead I hide them in a mystery box and have them guess what it is. So I give them clues until they guess the right answer, and then I finally show them the object. One of the educational tools that I use a lot is hand puppet. So as you know, kids are captivated by puppets. They fit in the children's world of make-believe.
So they can be used in multiple ways, such as you teach them basic concepts and values. And also they encourage kids to help them when they don't know what to do. So I'll briefly show you one of the puppets that I use. It looks like maybe, sorry, excuse me. It looks like this. I show them like this. So see that one? Yeah, exactly. So you're wondering what the word, what is that, right? So every time I introduce, we call our mini lessons on certain topics, I introduce a certain puppet that's hiding, and I give them hints to guess what it might be, right? So in this case, for example, I said, I brought someone with me. He's a close friend of Peter Rabbit, yeah? And it already gives them a clue what kind of animal could that be. So then I give them more clues until they finally say the answer. But then when I finally show them, I first, sometimes for some kids, I want to encourage them to participate. I use a rhyme, which is like the peekaboo rhyme. And for example, when you say peekaboo, peekaboo, where are you? Everybody closes their eyes. And after they say boo, it comes out like this. So there it is. So then many of the kids, well, some of the kids, especially the shy ones, respond more to my puppet than to me. And in fact, like when I want to encourage them to say something, say even just what their name is or practice a certain phrase, they respond more if my puppet go to them and then nibble on their ear. So I've been using my puppets to motivate kids to do certain things. So that's what I meant when I go okay. So then this particular one actually helps me with activities that awaken their curiosity. So I, for every lesson that I have, I've been using a different puppet. So another thing what kids are like is they like doing things that are interesting. So they're, of course, more motivated when they do those activities that they like and enjoy. So we as adults should actually also show that we are interested in what they like. And by doing that, we create some kind of invisible bond with them. And when they see that you're interested, later on, they also would show interest in what you like to do. And they start to also internalize that and value the things that you like. Based on their interest, I link their interest in what I would want to teach them. So sometimes what they're interested in is not something really connected to what I want to teach, but I take that interest and adopt what I want to teach to them. So I'll give you an example. When we learned something about shapes, right? And we have this thing, see, I work with kids from the age of 3 to 5. They're divided in groups according to age. And when I worked with the older kids, the preschoolers, we actually give them additionally a worksheet. Like in this case, it was like a tracing shape worksheet. One of them wasn't really motivated to do it. I mean, if I told this child, yeah, can you just trace that? Two reactions is no, or he will do it out of obedience, but he will just do it for the sake of doing it. So that means he scribbles and that's it. So I thought, well, I noticed
how can, well, I asked myself, well, there must be another way of motivating this child to do that. So I observed what he actually plays with all the time. And he often plays with cars. He's got a long attention span just playing with cars. So I said, I had the idea, okay, how about if I take 3 colored pencils and tell him, you know what, these are colored pencil cars. And the piece of paper where you see the shapes, those are the roads. So for example, you got this circle, it's like your traffic circle, that roundabout. You can use your pencil, you can choose the color and guess, go around it like you're driving along the road. So I asked him, you know what, I'm curious to see which of these cars could go along the road. And with that said, the child actually focused on doing them until he finished. He didn't even realize he finished all the shapes. So although the outcome didn't, of course, not all of them, he was successful to do along the line, but that wasn't the point. I actually praised him for the effort he made, and especially for persevering until the end. And he was all smiles, and this made him feel so good that it even motivated him to make his own shapes. So he took his own piece of paper and not just trace it, but try to make his own shapes in different sizes. And he took his toy cars and drove around them. So I thought, yeah, it's actually, you start motivating them, and the next thing is, how can you keep them motivated? And he showed me by doing that, that by one way of keeping them motivated is you give them a space, to give them autonomy, to give them the freedom to also do it on their own. So then, in fact, his attention span was even much longer because he did it on his own. There was also, we have another child. He doesn't always participate. So when we have things with counting, he doesn't really raise his hand. So I was just curious if he actually could count or until, you know, the numbers that he know. So I knew that this child especially likes dinosaurs. So what I did was I took some colorful dinosaurs and figures, and I asked him to sort them out by colors. And I asked him which one is his favorite color, and that he pointed out which one, and that he was curious to know how many of those favorite color dinosaurs he had. So he counted them actually. And even to count before, he didn't realize he was counting it, because he, this is something he has been playing with. So when I asked him to count them all together, he got motivated to really know how many they are, because he wanted to fit all those dinosaurs in the cave that he made with Legos. So that's what I mean when we try to motivate them by using their interest. If we want to teach them a certain thing, we adopt their interest and just kind of use that to help them out. So another thing about kids, when you observe, they are very creative. They are especially motivated though if you give them their space, you give them the freedom to choose to express themselves. For example, whether it's through drawing or painting. And here, especially in artwork,
we focus on the process of doing rather than the outcome. Because as you know, like especially in this group with three-year-olds, they have their own although if you look at the paper, they look like just scribbles, lines, and there's nothing really there. But we as adults don't see, especially if we were not there to witness how they did the work, that they put so much effort in it, and they have, they interpret what those lines are. So even when parents come and they're so happy to give that to their parents, we sometimes have to remind the parents that this child really poured his heart into it, you know, the motivation. Because when some adults' reaction, oh, nice, and put it on the side, it really crushes their, you know, they were so motivated and you just stepped on it, you know. So we always made sure that when we motivated them to do something, it helps them to be more motivated and stay motivated when we praise the process, you know, that they were very patient and they really worked hard on doing it, you know, carefully. So that's the thing also, not just finding ways to motivate, but also how to keep them motivated. And oftentimes we inspired them to do something, and then afterwards, that's it. So we have to try to find ways, how can they, like, later on get self-motivated? And I found that, especially in this group, that after I show them how the things are or the lesson that we've had, I always leave the materials that I've used so that they can, during free play, use it the way they want to use it. So in this way, that motivation lasts longer, you know, their creativity comes out. Another thing is, children always want to have fun, and playing is really the natural and most self-motivating thing. Because even through this, you would say, play, but believe it or not, it's through play that they learn a lot. So for especially older kids, because I actually also had the experience of giving private English lesson to a group of school kids, first and second graders together. I noticed this age group, they are very competitive. So I said, if I want to teach them the English language the way, you know, like through books or something, it's really boring. And they've been sitting the whole morning, and when they come in the afternoon for this English class, the last thing they want is to sit down. So I've always made sure that I use active games and movement, you know. So I push back the tables and the chairs and use that like a place where they can run around while I teach them a phrase. So many times I give an example when the simple dialogue, or let's say, for example, what's your name? I'm this one. For the first graders, then I tell them to, everybody run or walk or whatever, and you mingle. And I beat the drum, and when it stops, then you find a partner and one asks the question, one answers. Then again, I keep going in the next. So for them, actually, they are moving, and also it's fun for them because
and they're all eager to get the next partner. So I use the game as a way to motivate them, learn the language. Also, like for the third and the fourth graders, because they have to prepare also for like the grammar itself. And one example, the challenging tense to learn, for example, is the present perfect tense. And if you read that, I mean, even if I read that myself, just the way it is, I said, oh, how boring is that? So I try to think, okay, how can I motivate them to learn such long sentences where I have done my homework like this, for example. And so I thought, okay, why don't we use like the rap, you know, the rap style drumming. So I pulled out the table that was moved back and everybody drum, you know, we have this drum until we all got the same rhythm. Then we practiced this sentence, the question, what have you done your homework yet? You know, like drumming, have you done your homework yet? If you say that without just drumming, you know, there's, it's kind of like sometimes you might not be able to say it because it's quite long. Well, I noticed that when they notice that when they're drumming, they get to the rhythm, you know, it's like a rap. And then I divide them in groups that one asks the question and the other ones. Well, before that, for example, the other group, I hand in like emotion cards. If they get a smiley, their answer should be, I have. And if they get a smiley card, a frowny card, it means I haven't done my homework yet, which is quite long. So we do that. So then we go, one group says, have you done your homework yet? And they say the name, then the child would answer either, yes, I have, or no, I haven't, drumming. So this is the way I discovered, okay, actually, that's one way I could teach them something that grammar that could be very boring. If they learn it later at school, at least they get motivated now. So when they go further class, then it's not that boring as they thought would be. So dear Angie, yes. 20 minutes are over. Oh my God. You can come to close. Yes, okay. Two minutes. So let me just close. That's what I meant when I get out. Okay. But what I'm saying is that with all these examples that I'm showing you is I always focus, how do I motivate by focusing on the child itself. So let me finish that all by a quote by Socrates, actually. And he said that education is the kindling of a flame and not filling of a vessel. And I hope that matches the kind of examples that I wanted to, I've been telling you. So, and with that, I would like to thank you for listening. Thank you so much, Angie. There was so much kindling in our hearts. Really amazing. I'm really looking forward to hear more from you. So many great experiences you could share. Yeah, so time is just really short and it's just a start. Mm-hmm. So I really thank you, Angie Moshammer, for your contribution, also für deinen Beitrag. Entschuldigung, jetzt bin ich auch schon auf Englisch. ich freue mich schon auf die Diskussion und auf die Fragen. Jetzt darf ich euch noch unsere zweite Rednerin vorstellen. Und zwar ist das Marinella Stefanz. Sie hat in ihrem Herkunftsland Albanien Anglistik und Amerikanistik studiert, sowie Übersetzung und Dolmetschen. Und dort hat sie als Englischlehrerin Kinder und Jugendliche sowie Erwachsene auch unterrichtet.
Und sie hat unter anderem für einen Verlag gearbeitet und ein Kinderbuch übersetzt. Sie war Dolmetscherin oder ist auch weiterhin noch Dolmetscherin für verschiedene internationale Konferenzen, also sehr aktiv, war heute den ganzen Tag unterwegs. Und in Österreich hat sie die Ausbildung zur DAF und DAZ, also Deutsch als Fremdsprache sowie Deutsch als Zweitsprache Trainerin gemacht und ist schon seit fünf Jahren in Wien in der Erwachsenenbildung tätig. Und sie hat so ein breites Spektrum an Erfahrungen, weil sie gleichzeitig noch unterrichtet, Vorschulkinder in einem Wiener Kindergarten, Nachhilfe für Schüler, Mittelstufe, Gymnasium. Und last but not least, sie ist Ehefrau und Mutter auch von zwei Kindern. Weil das ist die wertvolle Erfahrung mit Thema Motivation, die uns alle immens bereichert. Mhm. Also freuen wir uns jetzt auf Marinella Stephans großen Erfahrungsschatz, aus dem sie uns in der nächsten Viertelstunde, 20 Minuten etwas teilhaben lässt. Dankeschön. Möchte ich herzlich einladen. Herzlichen Dank, Miriam, für deine wunderbare Vorstellung. Ich weiß nicht, ob ich das Ganze verdiene, was du für mich gesagt hast. Ja, nach der Präsentation, nach der wunderbaren Präsentation von der Kollegin von Angie, fühle ich mich irgendwie herausgefordert, weil ja, obwohl ich wirklich lange Zeit ja mit Kindern und auch Jugendlichen gearbeitet habe, es ist schon eine gewisse Zeit, wo ich mich meistens auf Arbeit mit Jugendlichen und auch Erwachsenen konzentriere. Und da braucht man dann eine andere Einstellung, würde ich sagen, ja, den Zugang zu innen zu finden. Aber trotzdem, Arbeit mit Menschen ist, ich glaube, Motivation ist wirklich ein sehr, sehr wichtiger Meilenstein. Es beginnt alles damit. Ich würde sagen, dass als ich Kind war und die erste Fremdsprache gelernt habe, das war Englisch damals, habe ich irgendwie gewusst, dass es nicht nur einfach eine Fremdsprache ist, sondern auch meine Leidenschaft. So seit Anfang habe ich irgendwie verstanden, wahrscheinlich nicht ganz voll nachvollgezogen, dass meine Leidenschaft und auch mein Beruf in meine weitere Zukunft sein wird. Aber seitdem kann ich sagen, ich hatte nie so oder war nie weg von Sprachen. Und in meinem Land habe ich lange mich mit Englisch beschäftigt und dass das Schicksal mich nach Österreich unerwartet gebracht hat, da sollte ich dann noch eine weitere Sprache lernen und dann weiterhin auch mit Leuten genauso zuwandern, wie ich hier ja arbeiten kann. Und außerdem, wie schon auch vorgestellt, bin ich eine Mutter von zwei Buben. Der erste, der gerade aus Pubertät ja, gekommen ist, und der zweite ist ein Kind, aber auch in seinen letzten Kindheitsjahren. Und da das Thema Motivation betrifft mich oder hat mich bisher wirklich begleitet und auch betroffen, ganz persönlich, nicht nur als Lehrerin, sondern auch als Mutter in meinem Alltag. Ja, wenn ich jeden Tag in meinem Raum stehe, da stellt sich immer die Frage, ja, wie beginne ich? Ich stehe hier vor Leuten und wie beginne ich damit? Was ist immer der Anfang? Und von meinem Herzen her kommt immer die Antwort, ja, wo ist meine Motivation? Wo stehe ich heute, ja? Weil das ist, glaube ich, jedes Mal, dass wir vor einer Gruppe von Leuten stehen, das ist, was sie als erstens erfahren und bekommen. So, bin ich heute motiviert? Will ich vor denen stehen? Und will ich heute ihnen etwas, ja, beibringen? Und wenn sie das schon von mir schon, ja, merken und fühlen, dass, ja, die Lehrerin da steht und sie ist ja
voller Kraft, voller Energie. Sie will wirklich uns heute was Schönes und Gutes beibringen. Ich glaube, damit beginnen wir und da finden wir langsam auch unseren gemeinsamen Punkt, weil für mich Motivation bedeutet auch, was verbindet uns? So, was verbindet mich als Lehrerin, als Trainerin mit meiner Zielgruppe? Ja, egal welches Alter die Gruppe ist. Sind die Kinder, sind sie Jugendliche, sind sie Erwachsenen? Ja, was verbindet uns? Was haben wir Gemeinsames? Ja, das Ziel ist, etwas ja, zu lernen, etwas Neues ja, mitzunehmen, wenn wir nach Hause gehen. Und das, wie schaffen wir das? Und ja, ich habe immer ein Motto, schreibe ich das sehr oft, fast ja, jeden Tag, wenn ich nicht vergesse, an die Tafel: Lernen macht Spaß. Und zuerst ja, haben sie gelacht. Was sollte das sein? Ja, beim Lernen muss man immer seriös sein. Ja, Lernen heißt ja seriös sein. Aber ich sage ihnen, ja, Lernen macht Spaß. Und ich erinnere mich und erinnere auch oft meine Gruppen an die Wörter eines Professors von meinen Schulzeiten, der uns immer gesagt hat, dass wir sollen immer auch als Lehrkräfte immer seriös bei unserer Arbeit sein, aber nicht so seriös, wo wir keinen Raum für Humor und Spaß ja, nicht lassen. So, wir sollten anders gesagt, wir sollten immer bei unserer Arbeit Raum für Spaß und Humor und ja, Motivation sozusagen stellen und lassen. So, das begleitet mich immer und damit will ich immer meinen Tag mit Leuten beginnen. Und wenn sie reinkommen, kommen sie oft, ja, es gibt Leute, die sicher neugierig sind, es gibt Leute, die sicher auch wahrscheinlich motiviert sind, aber gibt es auch Leute, die wirklich mit Motivation ja, streiten und die auch wahrscheinlich keine Kraft dafür haben oder haben auch in sich viele andere Gründe, wo das Lernen wahrscheinlich das Letzte ja, am Tag da ist. Und oft sage ich ihnen, okay, wie geht es euch heute? Naja, so lala, gestresst. Wir haben Angst oder solche Antworten bekommt man oft und sage ich ihnen einfach, schaut mal, wie viele Stühle haben wir hier in diesem Raum? Da haben wir 12 Stühle und wie viele Leute sitzen da? Da sitzen 12 Leute. Das heißt, wir haben keinen extra Stuhl für den Stress. Da haben wir auch keinen extra Stuhl für die Angst. So, was machen wir? Machen wir die Tür auf? Dann bringen wir den Stress raus, bringen wir auch die Angst raus, bringen wir auch unsere Probleme, bringen wir auch unsere Sorgen für die Zeit, dass wir hier zusammen verbringen, lassen wir sie vor der Tür und wahrscheinlich sind sie schon weg, wenn wir fertig mit dem Lernen sind oder wenn sie uns wieder begleiten werden, dann suchen wir später nach einer Lösung. Aber zurzeit haben sie weder Platz noch, ja, sie haben keinen Platz sozusagen hier unter uns. Und das entspannt unglaublich die Situation. Weil, glaubt es mir, ja, die Erwachsenen sind auch gleich wie Kinder ja, beim Lernen. Sie machen sich auch Sorgen, sie fühlen sich auch unsicher. Sie und wahrscheinlich manchmal mehr als die Kinder. Ja. Wenn man vor sich eine Person hat, einen Mensch hat, der seit 40 Jahren nicht mehr, ja, in der Schule war, gewesen ist, dann kommt wirklich volle Angst, kommt wie ein Kind. Und ja, wenn wir damit beginnen, dass wir in eine ganz sichere Umgebung sind, dass wir wirklich bereit zu lernen sind, dann beginnt oder steigt die Motivation. Und diese Erfahrung habe ich auch mit Kindern gehabt, als ich früher mit denen gearbeitet habe. Ich war bei einem privaten Institut und ich erinnere mich, als die Kinder nachmittags zur Nachhilfe gekommen sind, nach der Schule, total unmotiviert. Sie waren da einfach, weil die Eltern leider dafür bezahlt hatten und sie waren schon von der Schule fix und fertig. Sie wollten nicht mehr lernen, wirklich. Sie waren woanders im Kopf. Und was könnte ich machen? Sicher hatte ich ein Programm und sollte das Ziel erreichen, aber oft
habe ich angefangen, ihnen Fragen zu stellen. Ja, was wollten sie gerade machen? Und oft sicher Kinder wollen sehr oft spielen. Die Kollegin hat schon wirklich sehr schöne Beispiele erwähnt. So spielen in solchen Situationen mit Kindern spielen eine riesige Rolle, so um Müdigkeit wegzunehmen und auch ihre Motivation zu stärken und auch ja, sie anwesend, dass sie da anwesend sind. Und oft aber habe ich auch die Erfahrung gemacht, wo die Kinder, es war nicht nur Schule, ja, warum sie so unmotiviert waren, ist, weil sie oft wahrscheinlich unbegleitet waren, dass sie, als ich die Fragen gestellt habe, warum bist du heute so müde, warum hast du keine Lust? Ja, naja, ich habe fast die ganze Nacht das Handy, ja, am Handy gespielt oder habe mit Freunden gechattet und niemand war dabei. So, da gibt es immer Hintergründe, warum die Kinder so unmotiviert erscheinen. Und oft dann kommt es auch zu Auseinandersetzungen mit Lehrerinnen und Lehrern, ja, weil sie erscheinen unmotiviert und wenn man sich nicht Zeit dafür nimmt, ja, ein kleines Gespräch mit den Kindern zu führen und die Situation zu verstehen, dann glaubt man oder kommt man einfach ja, zur Idee oder zum Fazit, dass das Kind unmotiviert ist. Aber da gibt es andere Gründe. Und wenn wir Menschen näher gehen und etwas Zeit für sie nehmen, und das kann ganz ruhig in einem Raum passieren, weil da haben wir unterschiedliche Kategorien von Schülern, von Teilnehmern. Manche arbeiten ganz fleißig ohne Begleitung, manche brauchen nicht so viel Unterstützung, aber da gibt es auch diejenigen, die wirklich mit Motivation stark sich kämpfen. Und da nehmen wir dann besonders Zeit für sie. Wie gesagt, manchmal können wir spielen, manchmal können wir auch Gruppenarbeit organisieren, wo sie sich auch mehr motiviert sind, aber manchmal nehmen wir auch persönlich Zeit für sie. Und was ich auch schon bemerkt habe, ist, dass Lob spielt eine unglaubliche Rolle. Wenn wir sie loben, das können wir im Ganzen und Großen machen, so sehr oft mache ich das. Ich finde das sehr, sehr wichtig, dass ich meine Gruppen immer lobe, weil es gibt immer was zum Loben, ja, in ihrer Leistung. Und da sicher auch diejenigen, die sich wirklich sehr schwierig tun, da sind diejenigen, das wirklich, sie wissen schon, sie verstehen schon, okay, die anderen lernen fleißig, die anderen lernen gut, machen das gut, aber wo stehe ich gerade? Und es ist sehr oft für sie sehr unangenehm. Wieder, was mache ich? Wo ich sehe, dass der Rest der Gruppe ganz ruhig arbeitet, die Gruppe braucht mich nicht, ich nehme mir wieder Zeit für diejenigen, die mehr Hilfe und Unterstützung brauchen und da gehe ich zu ihnen und dann manchmal nehme ich oder mache ich die ersten Schritte, was die Aufgaben betrifft. Und dann nach sehr kurzer Zeit sehe ich, dass sie schon wirklich ja, sich mehr vertrauen und da wollen sie nicht mehr, dass ich ihnen helfe, das wollen sie weitermachen und sobald, dass sie die Aufgabe schon erledigt haben, da fühlen sie sich total wohl und anders und da lobe ich sie wieder. Ich sage danke, das hast du wirklich, du hast diesen Schritt wirklich sehr gut gemacht, du hast das neue Wort gelernt heute, du hast diesen Satz schon geschrieben, du hast diese Aufgabe richtig gemacht. Und ich sage es euch, es ist wirklich ein wunderbares Gefühl, wenn man sieht, ja, wie gesagt, sowohl Kinder als auch Erwachsene, die sich auch gleich wie Kinder fühlen, dass sie etwas schaffen können. So, ich glaube, bei Motivation ist wirklich Lob ein sehr, sehr wichtiger ja, Anteil. Und es ist auch sehr wichtig, ein weiterer Punkt, das ich erwähnen möchte, es ist auch, dass wir das wieder, wie gesagt, auch in Kombination machen. Ich versuche, okay, wir haben einen Plan, wir haben die Aufgaben zu erledigen, aber dazwischen haben wir auch unsere Zeit. Die Leute ja, wollen immer ja, gehört werden, sozusagen sein. Und da nehmen wir uns immer eine kurze Zeit, so Fragen zu stellen, wie zum Beispiel,
Was hast du am Wochenende gemacht? Was hast du was Schönes, was Besonderes gemacht? Ja? Wo warst du mit deiner Familie? Und da erzählen sie von ihrem persönlichen Leben und wieder für sie dieses Gefühl, dass die Lehrerin, ja, ein offenes Ohr für mich hat, ist das so wichtig. Da haben wir wieder so, wir verbinden uns noch näher. Und da sehen sie, dass es sich nicht, dass zwischen uns keine Abstand, ja, steht. Wir sind von beiden Seiten Menschen, ja, da haben wir viel Gemeinsames. Und das lockert wieder sich, ja, lockert die Situation und das steigt wieder die Motivation. So, wir haben eine Aufgabe fertig gemacht, wir haben etwas schon gelernt, da haben wir eine kleine Diskussion, da haben wir oft Leute, die auch wirklich witzig sind und immer, ja, Witze zeigen möchten und sicher, das auch macht die Situation ganz schön. Und da setze ich wieder die Grenze. So, wir haben schon gelernt, das steht klar in unserem Programm. Da hatten wir auch Zeit für eine kurze Pause während des Unterrichts, während des Lernens. Und da machen wir einen weiteren Schritt. Und so verstehen Sie, dass auch, ja, Lernen wirklich Spaß macht. Es ist nicht so, ja, anstrengend, dass wir uns wirklich anstrengen müssten. Aber da haben wir Abwechslung. Und das ist wirklich sehr, sehr interessant. Und diese, ja, diese Muster dann wiederholen sich jeden Tag und zu jeder Situation. Es ist immer so sehr wichtig, dass ich weiß genau, was da am besten, ja, hilft und was da am wichtigsten ist. Und ich wollte, okay, gut. Ich wollte nur auch das Beispiel als Mutter bringen, bevor ich zu Ende komme. So, wie gesagt, ich habe auch einen kleinen Sohn und dass ich auch mehr von seinem Alltag verstehe, weil nach der Erfahrung, die ich habe mit Kindern, so, es kann viel los sein. Bevor er ins Bett geht, dann umarmen wir uns und dann fragt er oft, Mama, kannst du mit mir ins Bett kommen? Dann lege ich mich auch neben ihm und da stelle ich immer Fragen. So, wie war dein Tag heute? Mit wem hast du heute gespielt? Mit wem hast du dich heute besonders sehr gut gefühlt? Oder gab es auch wahrscheinlich irgendwelche schlechte Situationen? Und dann öffnet er sein Herz und erzählt alles von seinem Tag. Und da haben wir auch wirklich eine, wie kann man sagen, einen tiefen Bond, ja, miteinander. Und da, wenn er schon sieht, dass meine Mama mir vertrauen kann und ich ihr alles erzählen kann von meinem Tag, ich glaube, da ist er für den, geht er ins Bett ganz, ja, mit leichteren Gefühlen und dann auch mit dieser Sicherheit, dass meine Mama immer dabei für mich ist. Auch wenn ich Fehler mache, da gibt sie mir immer eine gute Lösung. Und auch wenn ich Schwierigkeiten habe, steht meine Mama immer bei mir. So. Okay, das Thema ist wirklich breit und man kann wirklich viel dazu sagen, aber ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit.